Ja, willkommen zurück auf unserem Kanal, ihr Nachtsicht. Hallo Thomas. Hallo Fer. Wir haben uns eine neue Serie für euch überlegt, nachdem wir ja jetzt viele Videos mit den besten Partien aller Zeiten fabriziert haben. Da haben wir parallel dazu noch eine neue Serie, die nennt sich die schönsten Königsjagd. Und da habe ich uns heute eine richtig schöne Partie mitgebracht, die gar nicht so bekannt ist. Gespielt zwischen Topalov mit Weiß und Barriere mit Schwarz in der spanischen Stadt Linares 1994. Und die hat es in sich und ich würde sagen, lasst uns einfach mal anfangen direkt. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf, was wir da zu sehen kriegen. Also Topalov startet mit E4, E6. Ferenc, du hakst einfach immer ein, wenn du was dazu sagen willst. Gell? Genau. Also bisher nichts Ungewöhnliches. Öffnung ist, denke ich mal, jedem bekannt. Französische Verteidigung. Springer C3 ist jetzt auch im Prinzip einer der Hauptzüge. Die Antwort Springer F6 ist auch eine der Hauptmöglichkeiten. Also das passt soweit alles. Ja. Läufer G5, auch einer der Hauptzüge. Die Alternative wäre, direkt E5 zu spielen. Aber ja, der Topalov entscheidet sich halt hier für den Zug. Läufer G5 fesselt den Springer. Und ja, im Prinzip die Antwort jetzt von Schwarz, D schlägt E4, ist auch sehr, sehr natürlich und wird auch heute noch so gespielt. Genau. Also gar nicht allzu viel, da gibt es bisher zu der Eröffnung zu sagen. Jo, Springer schlägt E4 und der Barriere entscheidet sich jetzt, was ich auch oft sage, ne, wenn jetzt so Figuren gefesselt sind, dass man die entfesseln sollte. Mit Läufer E7 entfesselt er quasi den Springer. Ne? Also ein sehr logisch nachvollziehbarer Zug, ne? Einfach das Läufer E7. Genau, Topalov reagiert mit Läufer schlägt F6, Barriere fliegt zurück mit Läufer schlägt F6. Genau, C3, weil der Bauer auf D4 eben gehangen hat. Durch Läufer und Dame war der sozusagen zweimal angegriffen, aber war nur einmal verteidigt. Springer D7, ja, im Prinzip normaler Entwicklungszug, also auch nichts Ungewöhnliches. Dame C2, vielleicht hat Topalov die lange Rochade im Sinn oder so ein Aufbau mit später Läufer D3. Das wissen wir jetzt nicht. Und ja, im Prinzip, das ist ein bemerkenswerter Zug, das E5, ja. Der versucht im Prinzip direkt auszugleichen und macht einen Bauernzug im Zentrum, ne, weil er einmal die Möglichkeit hat. Das ist im Prinzip wie so eine Art Befreiungszug und perspektivisch gedacht schon mal, dass der Läufer auf C8 auch irgendwann sozusagen mitspielen kann. Und der war ja vorher durch den Bauern auf E6 sozusagen in seinem Wirkungskreis limitiert und mit E5 passt das eigentlich ziemlich gut. Jo, D schlägt E5. Genau, jetzt müssen wir uns entscheiden, wie wir zurückschlagen. Und Barriere nimmt mit dem Springer zurück. Auch soweit nichts Ungewöhnliches. Und ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Ne? Dadurch, dass er mit dem Springer jetzt zurückschlägt, kann Topalov jetzt natürlich auch nicht lange rochieren. Ne? Weil das wäre ja ein unmöglicher Zug. Mhm. Also der nimmt halt im Prinzip jetzt die lange Rochade raus. Genau. Genau, F4. Topalov vertreibt den Springer auf E5. Denn, wie wir, denke ich mal, fast alle wissen, oder die, die es noch nicht wussten, wissen es jetzt, Figuren im Zentrum stehen meistens gut, ne, weil die halt die meisten Felder dann sozusagen im Visier haben. Und deswegen ist natürlich das Ziel jetzt hier von Weiß, wenn er die Möglichkeit hat, einen schwarzen Springer, der im Zentrum positioniert ist, sozusagen wieder zu vertreiben. Ne? Also das ist einfach die logische Erklärung für den Zug F4. Genau. Springer G6 kam jetzt, Springer war angegriffen, Springer muss ziehen, genau. Jo. G3. Ja, genau. Der Bauer auf F4 hing ja schlicht und ergreifend und der wird jetzt mit G3 sozusagen geschützt. Jo. Ja. Lange Rochade und Läufer D3. Jawohl, Läufer D3. Und jetzt könnte ja sozusagen Weiß wieder lang rochieren, weil die D-Linie ja jetzt durch den Läufer auf D3 unterbrochen ist. Und wie könnte jetzt Schwarz oder wie verhindert jetzt Barriere die lange Rochade? Und das macht im Prinzip mit einem sehr starken Zug. Ich hatte den jetzt in der Studie gar nicht gekennzeichnet, aber das ist im Prinzip die Erklärung dafür. Er stellt eine andere Figur auf ein Zentrumsfeld, in dem Fall jetzt die Dame nach D5, und verhindert insofern deswegen die lange Rochade von Weiß, weil der Bauer auf A2 dann ja ungedeckt wäre. Ne? Weil im Moment ist ja so, der Turm auf A1 deckt ja noch den Bauern auf A2. Mhm. Lange Rochade wäre der Bauer auf A2 weg. Deswegen kann jetzt der Topalov nicht lange rochieren. Ne? Genau. Und wir haben natürlich auch so eine kleine Fessel quasi Springerturm. Ne?
Ja, genau, das hast du super gesehen, Thomas. Genau, das kann durchaus ein bisschen lästig werden für einen Topperlauf, ne? Weil man stelle sich vor, man könnte den Springer auf E4 vertreiben und ja, der Turm auf H1 wäre dann ungeschützt, ja. Sehr gut. Okay. Wir sind auf dem Weg zur ersten Markierung. Also wir haben jetzt noch die Antwort von Topalov mit A3. Und Genau. ich glaube, jetzt könnt ihr euch mal ein paar Gedanken machen, oder Ferenc, zum nächsten Zug. Ja, also wer so ein bisschen sein taktisches Auge schulen möchte, ist es aber relativ anspruchsvoll. Gut, wir schauen ja auch eine Großmeisterpartie an. Der kann überlegen oder überlegt, welche Möglichkeit hier, welche taktische Möglichkeit oder Ressource hier der Barev gefunden hat. Und hier geht auf jeden Fall was ziemlich Starkes, ja. Aber für alle, die das jetzt nicht sehen, die sollten auch nicht enttäuscht sein. Nicht so einfach zu sehen, sagen wir es mal so. Okay, magst du vielleicht ein bisschen hinleiten oder wir lösen auch einfach auf, wie du magst? Einen Hinweis würde ich mal geben wollen. Und zwar, es hat was damit zu tun, dass wir gerne F7, F5 spielen würden. Das geht momentan ja nicht, weil der Lauf auf F6 dazwischen steht. Das ist quasi dann die Herleitung, wie sozusagen der Barev auf ihn zugekommen ist, ja. Okay. Der Läufer müsste quasi Atempo wegziehen können, weil danach könnte er F5 spielen. Und es funktioniert auch alles nur genau, weil es jetzt so steht, wie es steht, sonst würde es nämlich nicht funktionieren. Und ja, deswegen ganz stark, ich sage jetzt den Zug, Springer schlägt F4. Genau. Okay, und was hat das jetzt konkret mit dem Läufer zu tun? Das hat jetzt konkret mit den Läufer Folgendes zu tun. Wahrscheinlich, wenn jetzt zurückgeschlagen wird, kommt der Abzug mit Schach, ne? Genau, dann kommt der Abzug mit Schach. Aber lass uns, Ah, mach noch, gut, Springer ich hab's, schlägt F4. ja genau, also ich hab's jetzt schon verstanden, aber wir zeigen mal die Variante, oder? Gerne, ja, natürlich, ne? Genau, bei mir hakt es, aber es ist nicht schlimm. Ich denke mal, Springer schlägt F4 ist auf dem Brett. Wir hatten jetzt, also Springer schlägt F4, G schlägt F4 und dann Läufer H4 Schach. Und man sieht Jawohl. auch schon also quasi die Problemstellung, dass jetzt tendenziell der gefesselte Springer, den wir besprochen haben, der kann eben nicht dazwischen ziehen. Also Springer G3 funktioniert nicht, weil dann eben da kommt, Dame schlägt H1. Und dann ist ja auch schon ein bisschen die Frage, was sonst tun, weil danach kommt wahrscheinlich einfach F4. Genau. Also wenn Also jetzt was König muss einspielt. ziehen, weil anderer Zwischenzug geht ja nicht und dann kommt einfach, ja, F5 wollte ich sagen. Nicht F4, sondern F5 wollte ich sagen. Genau. Nee, ich habe mir schon gedacht, dass du F5 meinte oder meinst. Und dann ist im Prinzip wieder dasselbe Problem für den Weißen entstanden. Ja, dass dann spätestens dann sollte der Springer wahrscheinlich wegziehen, der wird dann wieder durch den Läufer geschlagen und der Turm auf H1 geht. Genau. Und Letztendlich muss man sagen, das war nicht die Partie, weil das hat der Topalov natürlich auch durchschaut, dass ihm das jetzt droht und er hat quasi Springer schlägt F6 mit genau, auch wieder Achso, Tempo. genau. Ja, er hat mit Springer schlägt F6 Schach geantwortet. Und Genau. Ferenc, bist du schon wieder auf dem Laufenden oder? Bin noch nicht auf dem Laufenden, aber das ist kein Problem. Ich kenne ja in etwa den Partieverlauf und du sagst dann einfach, wie es steht und ich mache meine Anmerkung dazu. Wie sieht es Das jetzt passt. aus? Immer jetzt hat sich aktualisiert. Perfekt, das ist Okay. gut so. Genau. Genau, also wir sind jetzt eben bei Zug 14. G schlägt F6. Und Topalov spielt jetzt erstmal Läufer schlägt H7 Schach. Gut, man hat jetzt zwei Felder zur Auswahl. Vielleicht können wir mal kurz darüber reden, welches man nimmt. Ja, also um ein kleines Geheimnis aufzudecken, wir hatten eben schon mal die erste Aufnahme kurz gestartet und hatte mich gefragt, warum ich so intuitiv jetzt zu König G7 tendiert habe. Ich konnte es im ersten Moment gar nicht begründen, ja. Aber inzwischen kann ich es auch begründen anhand der konkreten Stellung. Okay. Also intuitiv würde ich eigentlich in der Blitzpartie jetzt immer zu König G7 tendieren statt zu König H8. Und hier hat es halt auch noch einen ganz konkreten Hintergrund. Und zwar, wenn jetzt der Zug König A8 kommen sollte, wir können ihn ja einmal ausführen, dann müsste Weiß jetzt immer noch das Problem lösen mit dem Turm auf H1, also den irgendwie zu decken. Denn schwarze Drohung lautet ja, Dame D5 schlägt Turm H1. Und er würde jetzt in dem Fall die
Dame in die Diagonale dazwischen stellen. Das heißt, Dame E4 würde folgen. Und ja gut, jetzt den nächsten Zug. Ich muss ihn leider vorwegnehmen, so wie es dann auch in der Partie kam. Ja, oder sagen wir es mal so, der Zug, der jetzt in der Partie kam, ich will es nicht vorwegnehmen, weil sonst könnt ihr den nächsten Zug in der Partie nicht raten, ja. Auf jeden Fall, das ist dann die Lösung dafür, ja. Okay, ich habe trotzdem noch eine ganz konkrete Frage. Also ja, nur kurz. Okay, Springer schlägt D3 Schach, wahrscheinlich Dame schlägt Springer, Dame schlägt Dame und dann hat man einfach einen Springer verloren, ne? Ja, wobei ich da ein bisschen intervenieren muss, weil auf Springer D3 Schach würde ich nicht Dame schlägt D3 spielen, aber nicht aus dem Grund wegen Dame schlägt D3, sondern weil dann der Turm auf H1 wieder hängen würde. Okay, was, weil, ah, stimmt, deswegen fand ich das auch so interessant, das habe ich jetzt gerade wieder übersehen. Aber was spielst du denn dann? Also einfach nur vielleicht, um es einzublenden, was spielst du dann? Also die Idee von Thomas sein Zug ist quasi die Ablenkung der weißen Dame, dass die Diagonale verlässt. Wir lassen uns aber nicht aufs Glatteis führen, das heißt, wir müssen mit dem König ziehen. Mhm. In dem Fall würde König F1 spielen. König F1. Genau. Okay. Und Moment, gibt's jetzt die Folge noch, die ich eigentlich wollte? Nee, gibt's auch nicht mehr, weil du. Ich dachte immer, man kommt dahin. Ja, nee, also wie gesagt, okay, nee, es ist, damit ist es auch vollständig erledigt. Alles klar. Okay. Dann schauen wir uns die Partie an, oder? Also, ja, weil die wird noch. Wir hatten im Prinzip Läufer schlägt H7 Schach und dann eben auch, was du auch spielen würdest, König G7. Genau. Und ja, Turm erlaubt, wie in der Variante eben auch, muss jetzt ja wieder den Turm auf H1 decken, das heißt Dame E4 folgt jetzt. Genau. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Kracher der Partie, oder? Da hast du jetzt gerade auch schon zweimal ausgeholt, dass du es noch nicht, nicht sagen willst und das ist... Verraten, ja. Aber jetzt, wenn so Stichworte fallen wie Kracher, dann kann sich der eine oder andere von unseren cleveren Zuschauern das schon denken, dass jetzt wahrscheinlich ein wirklicher Kracher kommt, sonst würden wir das ja nicht so ankündigen, ja. Ja, also überlegt euch, haltet hier das Video an, welcher Kracherzug kommt jetzt von Barré? Schwarz am Zug gewinnt. Und wir würden es jetzt auflösen. Wir machen wir opfern einen ganzen Turm, Turm E8. Und das Schöne an dieser Zugfolge ist, dass es so viele forcierte Züge gibt. Ne? Also das heißt, also auf den Turm E8 hat ja Weiß ausschließlich die Möglichkeit, Dame schlägt Turm zu spielen, sonst wäre ja die Dame weg. Ne? Also sehr schön forciert. Und jetzt nehmen wir aber nicht etwa den Turm auf H1, sondern wir verfolgen einen ganz anderen Plan. Nämlich, der eine oder andere kann noch mal raten, ansonsten würde ich das jetzt auch verraten, wir spielen jetzt Läufer F5. Und mit dem Zug Läufer F5 sorgen wir dafür, dass die Dame nicht nach E4 zurück kann. Aber die weiße Dame ist ja sozusagen wieder angegriffen. Mhm. Genau. Mach mal bitte weiter in der Partie nach Läufer F5, wie es weitergeht. Gut, jetzt wird wahrscheinlich einfach Weiß den nächsten Turm schlagen. Genau. Dame schlägt A8. Jawohl. Dame E4 Schach. Genau. Jetzt beginnt im Prinzip die Königsjagd. Ne? Dame E4 Schach. Das heißt, der König muss jetzt ziehen. Jo, König F2. Jetzt geht's weiter. Dame G2 Schach. Jetzt muss der König rauslaufen. Ne? König nach E3. Und damit ist er auch von hinten immer abgeschnitten jetzt. Also. Genau. Jetzt folgt das nächste Schach. Also alle schöne forcierte Schachzüge sozusagen. Immer ein Schach und Weiß muss drauf reagieren. Ja, das ist das Besondere an dieser Abfolge. Aber wir halten trotzdem fest, der Schwarzspieler hat einfach so zwei Türme geopfert. Ne? Ja, also ja. Also das muss, genau. Das muss jetzt schon matt werden, weil sonst ist es wirklich... aber auch jetzt ist es ein forcierter Zug. Ne? Also ich habe gerade mal eingezeichnet, Weiß hat nur noch König D4 zur Verfügung. Richtig, genau. König D4 ist der einzige Zug. Jetzt folgt erneut ein Schach. Dame D2. Genau. Jawohl. König läuft weiter nach C5. Jetzt müsste nochmal ein Schachzug gefolgt sein, hoffe ich. Mhm. Genau, Dame E3 Schach.
wieder nur zwei Züge für Weiß zur Auswahl, nach C4 oder nach B5. Das weiß ich gar nicht, hat er jetzt schon aufgegeben oder kam noch Nee, zwei? er hat noch Ah, nee. C4 gespielt und dann kam noch C4, okay. Springer B6 und an der Stelle ist es dann vorbei. Okay, die hat er dann aufgegeben, ja. Ist auch ein Matt in 4 und das, obwohl er plus 2, also plus 10, zwei Türme ist, das ist schon der Wahnsinn. Also, uiuiuiui. Genau. Ja, im Prinzip aber eine sehr, sehr schöne Königsjagd, deswegen haben wir euch das gezeigt. Ja. Und der Weißspieler wird hier matt gesetzt. Vielleicht können wir, kannst du noch mal matt irgendwie einblenden, dass wir mal gucken, wie es nach König B3 zum Beispiel matt wird. Dass wir das nochmal zeigen können, bitte. Ja klar, König B3. Jawohl. Wie soll es weitergehen? Genau, ich würde sagen, Läufer E6 Schach müsste es jetzt sein. Oder warte mal, nee, ganz kurz. Nee, stopp, stopp, stopp. Entschuldigung. Viel einfacher, sorry. Dame E6 Schach spielen wir natürlich. Dame E6 Schach spielen wir. Genau. König B4. Dame C4 Schach. C4, C4, C4. Ah, hier, ja. Genau. König wieder, hat wieder nur ein Feld nach A5. Und jetzt spielen, können wir uns aussuchen im Prinzip, ne? Zwei Matts hat jetzt hier Schwarz zur Auswahl. Entweder wir spielen Dame C5 Matt oder Dame A4 Matt. Ah, stimmt, A4 geht auch, ja. Ich habe C5 gesehen, aber A4 geht natürlich auch. Genau. Und jetzt müssen wir uns immer noch vor Augen führen, der König, der stand mal auf E1 und steht jetzt auf einmal auf A5. Ne? Also das ist Ja. halt sozusagen das Entscheidende, warum das jetzt hier die Königsjagd war. Ja, weil unter schönen Figurenopfer wurde hier der König ausgetrieben und schöne forcierte Zugfolge. Ja, vor allen Dingen auch, also wenn man sich halt überlegt, ab dem Turmopfer, was ja der Kracher war in der Partie, ja. Hatte sich das ja eigentlich schon so ausgerechnet, oder? Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass der Barev das bis zum Matt berechnet hat, ja. Wahnsinn. Weil so wie du es jetzt, also wie wir es jetzt auch gesehen haben, es ist ja wirklich jedes Mal zwingend. Also es gibt diese eine Abzweigung, wo der König mal zwei Optionen hat, aber die sind ja beide trotzdem matt. Genau. Stichwort Variantenberechnung. Unterscheidet die ganz Großen von den Großen, sozusagen. Und von den Kleinen auch, so wie Bei dem Schlusswort lassen wir es jetzt, Thomas. Das hast du schön, hat mir gefallen. Okay, alles So, na, klar. ich wünsche euch was und macht's gut, ne? Bis bald. Jo, ciao.